Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch wie immer ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Let's Play Elder Scrolls. Nein, natürlich Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, das habe ich wieder schön vermasselt. Ja, und dabei wollte ich mich gerade dafür entschuldigen, dass ich letztes Mal bei der Folge nicht ganz bei der Sache war. Denn ich war da, hab da ein bisschen was im Kopf gehabt und war da ein bisschen abgelenkt so, aber naja, das passiert immer mal, ne? Von daher, hier heben wir doch mal diese gute alte Heilpflanze auf und hier liegen einige Pfeile, immer schön. Und ein Weidenbogen, aber ich glaube, der hat nur 25 Schaden. Und ist schlechter als meiner. Ja. Den brauchen wir also absolut nicht. An dieser Feuerstelle kann ich leider mein Fleisch nicht heiß machen. Und hey, Feldräuber. Oh, dort hinten haben wir ein Irrlicht. Okay. Aber erstmal ein der Feldräuber. Ja, ein einziger, ganz genau. Komm zu mir, Schnuckiputz. Ich warte nur. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So. Ja. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Nichts zu wollen. Alles Erfahrung, das sich mit der Zeit natürlich schön summiert. Das lohnt sich. Und dann wollen wir nochmal gucken. Wer hat einen höheren Angriffsradius? Und kann ich so ein Irrlicht überhaupt platt machen? Ich weiß es nicht. Okay, das Irrlicht hat mich im Visier. Das ist nämlich seine Drohgebärde. Dieses rote Licht. Und jetzt fliegt er gerade auf mich zu, auch wenn man es gerade kaum sehen konnte. Okay, Irrlicht. Oh. Ja, ich kann ein Irrlicht definitiv platt machen. Auch wenn es sich fast schlecht anfühlt, weil die ja eigentlich so friedlich wirken, ne? Und so hübsch im Vergleich zu anderen Viechern, wie diesem Keiler zum Beispiel. Aber hey! Das war mein erfolgreicher Kampf. Der lief mal super. Muss ich mir also merken, den ersten Ansturm seitlich ausweichen und ab dann schön von der Seite reinschnetzeln und dann hoffen, dass ich kritisch treffe. So. Was haben wir denn hier hinten? Dort oben sind ein paar Buddlerpilze. Aber ich möchte erst gucken, ob hier unten direkt im Eingangsbereich schon was lauert. Goblins. Aber anscheinend nur normale Goblins. Von daher, glaube ich, können wir es mal auf einen Versuch ankommen lassen. Ich kann ja einfach mal spaßeshalber versuchen, einen mit einem Pfeil zu erwischen. Ich weiß, das ist sehr fruchtlos, aber naja. Tatsache. Natürlich, wenn, dann erstmal den hier vorne. Oh. Das ging doch wunderbar. Okay. Ach, und immer dieser alte Bug, dass die immer noch einen schweren Ast bei sich tragen. Den werden die auch einfach nicht los in diesem Spiel. Der Bug ist nun echt schon ganz schön alt. Okay, hier haben wir noch einen. Aber du bist gerade alleine, von daher, dich kriege ich doch locker fertig. Schwerer Ast. So. Dunkelpilze, das ist schon hilfreicher. Weil mit Dunkelpilzen kann man ja seinen Mana erhöhen. Nicht wenn man so 50 davon isst, glaube ich ungefähr. Ja, 50, das ist richtig, die Zahl. Speichern. Okay, und kann natürlich gut sein, dass hier hinten schon schwarze Goblins oder so lauern. Von daher sollte ich mich ganz vorsichtig rantasten. Auf jeden Fall eine Kiste. Ein schwarzer Goblin. Oh, oh, oh. Und ein Goblin-Krieger. Nein. Ich glaube, die sind noch zu mächtig für mich. Die sollte ich mal besser in Ruhe lassen. Links, rechts, rechts, links, links, rechts, links, rechts, rechts, links, links, links. Okay. Fische, Gold, Gletscherquarz. Sehr gut. Haben wir da was? Haben wir das? Und dann hole ich mir noch erstmal die Pilze von dort oben. Wenn die schon so frei hier rumliegen, dann muss ich einfach zugreifen. Das sind die Geräusche, die ich in der Nähe von Leichen erwarte. Nicht schön. Gar nicht schön klang das. Okay, wo komme ich eigentlich hier hinten lang? Finden wir es raus. Ich habe gerade den Überblick wie früher in Gothic 2, wo man wirklich die Map komplett auswendig kennt. Also die meisten Ecken kenne ich noch auswendig. Wir haben hier Skelette. Es sind niedere Skelette, aber trotzdem machen die einfach nur Moos aus mir. Aber wirklich, so ratzefatz machen die Moos aus mir. Von daher sollte ich die besser mal in Ruhe lassen. Ja. Jap, jap, jap. Gut. Ansonsten soll ich natürlich sehen, wo ich hinlaufe, dass ich nicht aus Versehen irgendwelchen Feinden direkt in eine Hände laufe. Jetzt stammel ich hier schon. Was ist los mit mir? Aha.
Was finden wir denn hier? Spruchrolle, Lederbeutel, Spruchrolle, Trank, grobes Breitschwert, Trank, noch ein Lederbeutel. Da ist ja eigentlich immer Gold drin. Grobes Schwert, grobes Breitschwert. Macht weniger Schaden als meins und hat keinen Einhandbonus. Von daher, no, I'm not very good, baby. 25 Gold und 50 Gold. Da sage ich nicht nee. Und ich glaube, das nächste Mal, wenn wir wieder die Felle bei Bossbar abgeben, hat er auf jeden Fall was zum Freuen und mein Goldbeutel hat sich noch mehr zu freuen. Denn ich habe echt ein paar viele Felle gesammelt. Habe ich nicht sogar Trollfelle? Schattenläufer habe ich, genau. Wagfell. Schafsfell. Naja, so oder so, ich habe auf jeden Fall viele Felle. Das dürfte eine Menge Cash einbringen. So, Pepe, wir haben deine Wölfe erledigt. Die Wölfe sind erledigt. Du hast es geschafft? Innos sei Dank. Jetzt weiß ich nur noch nicht, wie ich es Una beibringe, dass mir die ganzen Schafe fehlen. Dieser verdammte Bulko ist an allem schuld. Bulko ist an allem schuld, okay. Was hast du über Bulko gesagt? Er ist einer der Söldner. Es wäre eigentlich seine Aufgabe gewesen, die Weide zu bewachen. Aha. Aber stattdessen hängt er mit seinem Kumpel Silvio den ganzen Tag bei Thekla in der Küche rum. Dieser Mistkerl ist schuld, wenn ich jetzt wegen der verlorenen Schafe wochenlang keinen Lohn kriege. Ich wünschte, ich könnte ihm wenigstens dafür aufs Maul hauen. Aber gegen den hat keiner eine Chance. Der Typ ist ein Killer. Ja, Bulko ist wirklich so eine Sache. Das ist wirklich ein Killer. Mit dem sollte ich mich erstmal... Nein, nicht mal in Gedanken anlegen. Ganz schlechte Idee, Alex. Wie sieht's mit den Rest der Söldner? Ach, hier hinten genau, hier waren die Trolle. Da waren wir ja schon, da haben wir dann auch den Rapier gefunden. Und diesen hungrigen, armen Typen dort, diesen Eremiten, haben wir auch versorgt. Und haben ihm ein bisschen was zu essen gegeben. Ja, aber ich glaube, das war's erstmal mit den ganzen Söldnern, was ich gerade noch machen kann. Und ich hab's natürlich vergeigt, mal nachzuschauen, ob ich hier mit dieser Thekle an der Theke reden kann. Denn es geht um Folgendes. Die gibt einem einen Eintopf. Mit diesem Eintopf kann man, wenn ich mich recht entsinne, seine Stärke erhöhen, ja. Und das Ding ist, man kriegt, glaube ich, einen mehr, wenn man Novize ist. Und zwar, indem man erst hingeht, wenn man Novize ist. Irgendwie so war das, glaube ich. Ja. So, er hier hinten läuft erstmal schön im Kreis. Yay, mach mir den Beat. Finde ich super. Du bist einfach nur ein Bauer. Du bist Raul. Du bist, glaube ich, noch machbar. Ich glaube, den könnte ich noch schaffen. Wird kein leichter Kampf, aber definitiv machbar. Ich habe so einiges gehört. Was willst du? Ganz ruhig sein. Ich kann ja immer. Ich will mich Lee anschließen. Lee hat dir bald nichts mehr zu sagen, wenn er so weitermacht. Was soll das heißen? Silvio? Das hat er schon mal gesagt. Wer ist Silvio? Hatten wir das nicht schon? Ich habe das Gefühl, das hat er mir schon mal gesagt. Oder ich erinnere mich an früher. Ist aber egal. Ich glaube, ich hau dir mal ein bisschen aufs Maul. Was? Das ist genau das, was du jetzt brauchst. Ich bin wohl bisher zu nett zu dir gewesen, was? Mir doch egal. So. Oh, oh. Herrlicher Team! Mach ihn fertig! So, eine schöne Doppelkombo immer reinhauen. Ja, bisher hat er keinen kritischen Treffer bei mir geleistet und das ist mein Glück eigentlich. Seht ihr? Ein einziger hat gereicht. Noch ein zweiter und ich bin weg. Yes! Puh. Das war knapp. Ihr habt gesehen, ich habe nur zwei richtig harte Treffer von ihm aushalten können. Boah. Junge, Junge, das war knapp. Hallo Gunnar. Da muss ich sofort an den Film Adams Äpfel denken. Kennt ihn einer von euch? Ich hoffe doch. Ein großartiger Film. Wer ihn kennt, kennt schon auch den Spruch, den Gunnar... den Gunnar am Ende abkriegt von dem einen. Fick dir, Gunnar. Ach ja, das war ein guter Film. Warte mal. Ist ja schon gut, du hast gewonnen. Was willst du? Hast du was dagegen, wenn ich hier als Söldner anfange? Ach, mach doch, was du willst. Na, perfekt. Das heißt, ja. Er, naja, er ist jetzt nicht sonderlich überzeugt von mir, aber er respektiert die Stärke. Sehr gut. Ärger mit der Miliz. Achso, nee, ganz oben. Miliz vertreiben. Von Bengas Hof. Okay, das könnte schon etwas schwieriger werden. Und ich wäre doof, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt meine Heiltränke und so verschwenden würde. Da kann ich mich besser nochmal ins Bett legen. Yep, yep. Ist, glaube ich, die bessere Idee. Bis zum nächsten Morgen, dann haben wir auch schön lange Tag. Und das hat halt so seine Vorteile. Allein schon für euch, damit es nicht so dunkel im Spiel ist. Hallo Gunnar, was geht?
Wie sieht's aus? Seit Ona verlauten ließ, dass er Söldner anheuert, quillt der Hof fast über vor lauter Galgenvögeln. Das ganze Gesindel, das sich vorher nicht aus den Wäldern getraut hat, ist jetzt hier. Die Kerle kamen echt von überall her. Die Söldner kamen also von überall her. Aber naja, der erzählt mir bloß so ein bisschen Trivia über die Story und das haben wir eigentlich alle schon mehr oder weniger gehört. Von daher müssen wir es jetzt nicht nochmal hören. Ja, Bengars Hof ist links von mir, so in der Gegend. Aber ich möchte erstmal woanders hin. So, Fester hat schon auf der Fresse bekommen. Deswegen stimmt er auch für mich. Und eigentlich, ich glaube, Raoul gehört ja auch zu Silvios Männern. Und von daher brauche ich eigentlich auch keinen weiteren mehr von Silvios Männern umhauen. Aber ich glaube, es bringt mehr Erfahrungspunkte, wenn ich noch Bulko umgehauen habe. Und ich habe vor, zumindest es zu versuchen, ihn noch im ersten Akt zu erledigen. Ich versuche es. Versprechen kann ich es nicht. Weil ich bin jetzt leider nicht so ein Virtuose wie manch andere Gothic 2 Spieler da draußen, die wirklich teilweise Sachen machen wie ohne Rüstung und nur mit bloßen Fäusten einen Ork platt machen. Das ist nicht ganz mein Stil, dafür müsste ich sehr, sehr lange üben und diese ganzen, sag ich mal, Angriffsvarianten der Feinde sehr, sehr lange studieren, dass man einfach irgendwann im Blut hat, wie man bei diesen Feinden zu reagieren hat. So. Schön, dass während ich diesen, naja, netten Satz ausspreche, ich ganz locker, ohne ein einziges Mal getroffen zu werden, so ein Vieh platt mache. Also, ich bin jetzt nicht schlecht, aber ich bin auch wirklich nicht gut. Nee, das würde ich nicht behaupten von mir. So, die Spitzhacke reicht mir leider nicht. Das hilft mir nur bei Erz. Und bis ich Erz finde, das dauert noch. Nee, Lederbeutel habe ich gefunden, genau. Wo ist der denn? Da. Leider nur 25 Münzen. Naja, man kann nicht alles haben. Mehr Feldräuber. Wie viele Erfahrungspunkte brauche ich denn noch? Och, doch noch einiges. Aber ich habe ja auch noch einige Quests zu erledigen, darunter einige ziemlich große Brocken. Und es gibt noch einiges an Viechzeug, was ich auch noch platt machen werde in diesem Akt. Von daher. So. Ah, schön. Hinten sind Feldräuber, da hinten sind Scavenger. Genau sowas brauche ich. Das sind die schönen. Und rechts sind auch noch Wölfe. Oh oh, der Wolf lauert. Oh oh, zwei Wölfe. Die wollen gerade die Scavenger platt machen. Damit klauen die mir Erfahrungspunkte. Schnell. Ihr Penner. Das sind meine XP. Oh nein, jetzt rennen die auch noch sonst wohin. Scheiße. Ja, ich glaube, die beste Variante ist einfach, die Feldräuber zu erledigen und zu hoffen, dass möglichst wenig von denen draufgehen dabei. Ein Scavenger scheint gerade sogar schon zurückzulaufen. Na, von daher. Dann hau dich doch mal als Ersten, bevor die Wölfe zurückkommen. Ja, komm. Beschleunigen wir das Ganze. Komm her. So, voilà. Wo sind die anderen hin? Die sind sonst wohin gerannt. Na, klasse. Sowas finde ich echt ärgerlich. Aber einerseits macht es die Spielwelt auch ein bisschen lebendiger, indem halt, ne, die Viecher auch ein bisschen was untereinander sich kabbeln halt, ne? Nahrungskette und so. Ist ja in anderen Spielen meistens überhaupt nicht vorhanden. Ist hier natürlich auch nur sehr kleinhaft, also sehr kleinlich und sehr rudimentär eingebaut, damit es halt existiert. Aber für damals ist das schon ziemlich gut. Dafür haben die ganzen Menschen hier einen Tag- und Nachtablauf, was für damals schon ziemlich beeindruckend ist. Ich meine, Oblivion hat dafür auch ein Weilchen gebraucht, bis es das konnte. Ah, Blutfliegen, noch mehr leichte XP. Vielleicht schaffe ich hier sogar noch ein Level up, das wäre super gut. Dann werde ich aber nicht. Na, obwohl, die Sprache der Bauern, ja. Oder schleichen. Dann könnte ich mir nicht mal das Gold besorgen. Weil ich kann dann halt sehr viele Dinger in Kurines ausräumen. Und das lohnt sich. Ach, immer diese Reichweite von den Viechern. Wenn man später ein richtig langes Schwert hat, sowas wie meine Waffe, die ich sehr lange benutzen werde, dann wird das ziemlich leichter. Da werden viele Gegner leichter natürlich. Reichweite ist generell eine der wichtigsten Eigenschaften von den Waffen hier, meiner Meinung nach. So. Immer schön speichern. Vielleicht ist es fast sinnvoll, euch mit. So. Ich habe ihn nicht mal anvisiert. Ich habe auch den dahinter anvisiert. Ach ja, ich kann euch noch gar nicht nichts abziehen. Aber trotzdem, eigentlich ist es echt sinnvoller. Ha! Wozu mache ich mir den Stress eigentlich? Jetzt mal ernsthaft. Da kriege ich viel mehr Schaden auf. Oh! Ich habe gerade Kronstocke gegessen. Ernsthaft? Das laden wir sofort, das geht ja gar nicht. Ich hätte 4, ne? Ja. Zum Glück habe ich das bemerkt. Wow. Wow.
Warte mal, was hat sich jetzt denn geändert? Mein Breitbild-Patch. Irgendwie ist die Ansicht jetzt anders. Habe ich zumindest das Gefühl. Oder ich vertue mich gerade, weil ich so nah dran war. Ich weiß auch nicht. Falls ich gerade die Grafik geändert haben sollte, bitte bestätigt das in den Kommentaren. Irgendwie kommt mir das gerade so vor. Komm näher, komm näher. Zack. So. Okay, dort hinten ist ein Keiler. Leichte XP. Und ja, die Grafik hat sich geändert. Seltsam. Was muss mit dem Laden des Spielstands zu tun? Nein. Wow, wow, wow. Ganz ruhig. Ich will doch noch zwischenspeichern. Was mache ich denn schon wieder? Aber ein bisschen Heilung vor einem Keilerkampf ist mir ehrlich gesagt doch lieber. Ich muss dringend Fleisch braten. Aber das kann ich meiner Meinung nach auch wunderbar außerhalb der Aufnahmen machen. So und nur ein Buddlerfleisch essen, ne? Nicht schon wieder ein Kronstöckel essen. Nicht gut. So. Jetzt noch eine Wurst. Und das sollte erstmal reichen. So. Ja, die Perspektive hat sich geändert. Das ist auch immer. Ist der Charakter dicker. Oh. Stimmt. Die waren ja damit auch so ziemlich leicht zu erledigen. Generell ist der Bogen im Nahkampf gegen manche Viecher echt eine gute Idee. Ist auf jeden Fall stressfreier. Durch meine hohe Geschicklichkeit macht das halt derzeit noch deutlich mehr Schaden. Deswegen lohnt sich das. Heilkraut, Heilpflanze. Ja, alles sehr praktisch. Dann diese schöne Musik. Und wir haben hier natürlich noch so eine kleine Gruft. Die habe ich fast übersehen. Aber ach, na seht ihr. Hätte ich auch fast die Feldräuber übersehen. Und das geht nun mal wirklich nicht. Das können wir ja so nicht stehen lassen. Und hinten sind auch noch ein paar Blutfliegen. Von daher. Aber natürlich ist der Bogen jetzt nicht bei jedem Gegner die beste Wahl. Hier bei Feldräubern. Das geht halt meistens ziemlich schnell. So zum Beispiel. Und allein, es gibt auch manche Gegner, die sind resistenter gegen, jetzt sag ich mal, Pfeile als gegen Klingen, ne? Ja, ich glaube, so war das. Waren noch zwei verschiedene Werte, oder? Ja, genau. Rüstungsschutz vor Geschossen ist das. Das macht halt einen Unterschied. Ne, 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 nee. Du triffst mich nicht. Jawohl. Oh, 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 Goblin-Skelett. Da geht's schon los mit Gegnern, die ich nicht brauche. Kann ich darüber klettern? Nein. Na, dann machen wir es halt so. So. Wir können ja mal einen Blick reinwerfen. Und hier sind eine Menge Gräber. Onkel Kronkel. Zum Schluss fand er den Skorpionmann. Eine Menge Anspielungen auf alte Bücher, Filme und sonst was. Oder auf die eigenen Entwickler teilweise auch. Snoke. Oh, guck mal, ein Schalter. Die letzten Worte. Ölk. Nein! Nico.de, hello world, das ist ein Admin von dem damaligen, ich glaube heute noch, ein sehr bekannter Admin der Scorpic 2, der Scorpic 2 Community. Sascha, auch einer aus dem Forum, oder? Der Spieler weiß gar nicht, warum er da hingehen soll. André, fallen die Segel schnell oder langsam runter? Okay. Mighty Alien Dwarf 2894 bis 3787. This is all fake, believe me. Das ist auch ein Running Gag mit den Aliens im Spiel. Die Anspielung. Uwe, welcher Level bist du denn mit deinem Paladin? Yeah, I can show you something. Mihai. Alle Anspielungen verstehe ich nur auch nicht. Muss ich auch nicht, glaube ich. Noch mehr Pfeile. Noch einer. Haben wir es bald? Hallo. Chase, was haltet ihr davon? Feuernessel? Michael, ich ruhe mich nur kurz aus. Berühmte letzte Worte. Rostiges Schwert, Heilpflanze und Hodges. Alles wird gut. Das ist eine schöne Ansicht. Die kann ich nur vertreten. So, wir sehen hier hinten ein Grab, wo wir nichts tun können, ne? Aber das täuscht. Irgendwo, glaube ich, gibt es hier einen Schalter. Ja, genau. Aber dort unten sind Feinde, mit denen wir derzeit noch nichts zu tun haben wollen. Vertraut mir da einfach mal an der Stelle. Björn, weiter aufs Ziel zu. Kurzbogen, unnötig. Lederbeutel, schon nötiger. Kairo, Sekündchen noch. Hosch, der letzte Scheiß. Und ich glaube, das waren alle. Okay. Ja, aber sowas sind kleine, nette Details, die ich finde, die kann man immer ins Spiel einbauen. Wenn es da Fans gibt, die sich über sowas beschweren, dann haben sie echt nicht mehr alle Latten am Zaun. Ich meine, gerade das sind noch die lustigen kleinen Details, die ein Spiel erst richtig besonders machen. Details. Deswegen mag man ja auch Detailreichtum, ne? Macht Sinn, ich weiß. Ach ja. So. Die Wölfe sind wieder da und hinten lebt sogar noch ein Scavenger. Habt ihr Glück gehabt, ne? Jawohl, und da reicht auch ein Pfeil. Das ist ja perfekt. Ha. Das ist ja entspannt. Ich glaube, den Bogen werde ich ab jetzt öfter nutzen. Jetzt lasse ich noch einen besseren finden und dann geht's richtig ab hier.
So, hi. Ich habe gerade keinen Bock auf dieses Schwertgeschwurbel. Ich mach's mir einfach. Manchmal mache ich es mir auch mal einfach. Hier hinten sind auch eine Menge Viecher, die ich platt machen kann in diesem Wald. Doch ich möchte mich jetzt ehrlich gesagt, lieber erstmal um diesen Hof hier kümmern. Doch was mich hier erwartet, erfahren wir es beim nächsten Mal gemeinsam. Mein Name ist Alex. Bis dann!